Hallo Leute und herzlich willkommen zur Nachsynchronisation von Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Mit dem Nesrock. Und mit dem Cloud. Ja. Und ihr habt schon gehört, Nachsynchronisation. Ja, wir spielen gerade nicht. Wir gucken uns nur die Aufnahme an. Genau. Und das Geile an der ganzen Sache ist... Du bist schuld. Das meine ich nicht mal. Das ist jetzt für uns genauso ein Überraschungsei wie für alle Zuschauer, denn ich habe keinen Plan mehr, was in der Folge passiert ist. Ja, doch, ich schon. Echt? Ja. Ja, okay, dann nur für mich. Ich könnte jetzt sagen, man würde ich spoilern. Na, ey, ich will nicht gespoilert werden. Ich will es genauso erleben, wie ich es das letzte Mal erlebt habe. Irgendwann kommt sowieso der Aha-Moment. Und ich sollte mal mein Handy auf Lauto stellen, denn es klingelt heute 10.000 Mal am Tag. Woran das wohl liegt? Ich weiß auch nicht. Hast du etwa eine Ahnung davon? Ah, nein, überhaupt nicht. Aber vielleicht sollten wir mal aufs Video eingehen. Genau. Ich laufe gerade in irgendeine Richtung und ich weiß nicht mehr was. War das nicht das, wo ich... Kommt jetzt nicht erstmal der Bär? Genau. Deswegen ist das auch eine B-Markierung. Das B steht für Bär. Stimmt, daran kann ich mich noch erinnern. Das B steht für Gefahr. Was? Nein, er holt jetzt den Bär, den ich in der letzten Folge nicht mehr geschafft habe. Den du gekillt hast, der dann nicht mehr der Richtige war. Ja, ich wollte gerade sagen, das war aber nicht der Bär. Das war zwar ein Bär, aber es war nicht der Bär. Es war ein Braunbär und nicht der andere Bär. Was war das noch? Der andere Bär ist doch auch ein Braunbär. Ja, aber ein anderer Braunbär. Ich will jetzt nicht spoilern, was für ein. Das haben wir doch hier sowieso schon gesagt. Wir haben nicht gesagt, was für eine Art Bär. Wir haben so gesagt, wie der Bär heißt. Nee, haben wir nicht. Doch. Wir haben nur Braunbär gesagt. Ich weiß nicht mehr ganz, warum ich da nachgeladen habe. Aber gut. Das weiß ich auch nicht, aber ist ja egal. Da laggt das Video ein bisschen. Ja, mein Gott. Naja. Das sehen ja die Zuschauer nicht. Stimmt, das sehen die hoffentlich. Das sehen sie ja aber hoffentlich nicht. Das ist dann einfach nur der Media Player. Ja. Das ist ein hübsches Plakat. Ein hübsches Plakat. Ich hasse Nachsynchronisieren. Das ist so schlimm, ne? Ja. Ich hasse es auch wie die Pest. Vor allem, man hat dann in der Folge so richtig geile Sprüche gebracht. Und dann kommt man einfach nicht mehr auf die Sprüche. Ja. Und dann ist man so traurig, dass die nicht mehr da sind. Ja, vor allem ist auch die Spontanität daran komplett weg einfach. Ja. Ja, okay, das ist dann halt neue Spontanität. Und den wollen wir uns rausholen, denn er hatte zwei Haars, wie wir gerade gesehen haben. Mhm. Also, der lohnt sich. Und da haben wir allerdings noch einen. Ja. Habe ich da nicht den mega geilen Kopfschuss gemacht? Weiß ich nicht. Ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht so gut. Du hast ihn nur getroffen, auf jeden Fall. Ja, aber ich will ja immer den Kopfschuss haben. Ja. Und da habe ich ihn bekommen. Wie ein junger Gott snipe ich die hier weg. Ja, komm, jetzt übertreibt man nicht. Da kann sich Wesley Snipes noch eine Scheibe von abschneiden. Da kann sich Wesley Snipes noch eine Scheibe von absnipen, ne? Ja. Oder snipesen. Und da schläft er. So. Du weißt, vor allem muss ich dazu sagen. Weißt du, was ich gerade sehe? Was? Wir müssen das gerade, glaube ich, tatsächlich eine Stunde durchziehen. Ja, mein Gott. Eine Stunde Nachsynchronisation, no! Ist ja im Grunde nur Quasseln. Ja, aber was ich dazu sagen muss, ne? Zu meiner ultra geilen Kopfschusstechnik hier. Ja. Ich bin grottenschlecht in Shootern, die man mit dem Controller zockt. Aber das spielen wir mit dem Controller. Ja, deswegen. Dann kannst du dir mal vorstellen, wie gut ich mit Maus und Tastatur bin. Mit Maus und Tastatur bin ich aber auch besser, wenn man es einfach... Ist auch. Ja, du bist ja sowieso noch besser, weil du bist ja ein Rechtshänder. Ja gut, ich bin theoretisch von Veranlagung her besser, weil ich Rechtshänder bin. Theoretisch hättest du auch von Anfang an deine Maus auf links hin umstellen können und... Ich kann natürlich die Maus auch besser mit der rechten Hand benutzen, aber... Deswegen bin ich Linkshänder und meine rechte Feinmotorik lässt halt trotzdem noch ein bisschen zu wünschen übrig. Man muss dazu sagen, wir sind beide nicht so die Shooter-Spieler. Eigentlich. Ja, kommt drauf an, was für ein Shooter. Ja gut. Also Halo, Rainbow Six. Da bist du, glaube ich, noch eher Shooter-Spieler als ich. Ja, das sowieso. Ich habe auch ewig lange Counter-Strike gezockt. Ja, eben. Siehst du? Und das ist so, das meiste an... Ja gut, Source habe ich auch viel gezockt damals, aber danach auch nicht mehr so wirklich. Mhm. Ich habe zwar auch CSGO bei Steam, aber... Ich habe es zum Beispiel nicht, obwohl ich jetzt, wo ich halt News dafür mache, tendiere ich doch tatsächlich, mir das zu holen. Dachte ich mir schon, dass es dazu kommt.
zocke ich auch irgendwann competitive. Dann schreibst du News über dich selbst, wa? No scope headshot. It's amazing. Ja, achso, du hast ja gerade einen Abwurf. Genau. Ja, genau. Munitionsabwurf hat dann wahrscheinlich. Weil du für den Bären. Wohl einiges an Munition brauchen wir es. Ja. Das kennen wir ja schon von ein paar Folgen vorher. Ja, das ist allerdings. Wenn man nicht gerade den Raketenwerfer zückt, so wie ich in der letzten Folge versehentlich, ja. dann braucht er ein paar Schüsse, bis der schläft. Ein paar ist gut. Alle. Ja, quasi. Man muss im Battle nochmal einen Nachschub abwerfen lassen. Nee, das jetzt zum Glück nicht. Aber überlegen wir, hätten hier Phantom-Zigarette nicht aufgebessert. Ja. Dann würde es nicht reichen. Nee, dann müsste man tatsächlich noch was abwerfen. Mhm. Boah, wäre auch mies, ey. Habe ich nicht sogar hier genau alle Schüsse verbraucht? Ja, ich meine schon, aber das sehen wir ja gleich noch. Genau. Wir sind ja genauso unwissend wie ihr gerade. Aber es sind nur noch 300 Meter bis zu unserem Zielpunkt. Ja, und die Folge geht auch nur noch eine Stunde. Ah, ich habe ja danach noch andere Sachen gemacht. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber... Ich weiß noch was. Oh nein, ich auch. Oh nein. Oh Gott sei Dank ist die Folge im Kasten, ey. Ja, wenn sie im Kasten wären, würden wir jetzt nicht sitzen und nachkommentieren. Ja, aber ich muss es nicht mehr spielen. Ich muss es mir nur nochmal angucken. Und dabei weinen. Ja. Das ist auch wieder so eine Stelle, weißt du? Da bin ich richtig traurig, dass die nicht mit aufgenommen wurde. Ja. Weil die war einfach nur geil. Und das werde ich auch gleich nochmal so versuchen. Ja, komm. Ja, ich reagiere sowieso immer gleich darauf. Ja, ich glaube nicht. Oh doch. Nee. Und klettern und klettern und oben. Klettermax. Ja, genau. So noch 100 Meter knapp. Genau, deswegen laufe ich wahrscheinlich auch schon geduckt. Mhm. Weil Bären haben ja gute Augen scheinbar. Interessiert mich scheinbar doch nicht. Ja, es ist ein paar Tage her, dass wir die Folge aufgenommen haben. Ja. Wir wissen nicht mehr so richtig, was wir da tun. Oder was Desse da tut. Und da ist der Bär. Ja. Samson. Ja, den haben wir Samson getauft übrigens. Also getauft haben wir nicht, aber wir nennen ihn trotzdem so. So, und Desse versucht erstmal aus der Distanz, während ich ja eher nah rangegangen bin. Und mich im Nahkampf gestellt habe wie ein Mann. Na, ich habe gesehen, wie viel Schaden der Bär macht und wie umständlich es ist, gegen den im Nahkampf zu kämpfen. Ja, das sieht man ja auch gleich noch. Ja. Da kommt er mich auf dich zugerannt. Und du solltest... Ja, jetzt lässt du die doch hier beschäftigen. Nein, bitte nicht! Ich rumrenne wie so ein kleines Mädchen. Der ist wirklich... Also, Bären sind wirklich zum Kotzen. Ja, das habe ich aber auch schon gemerkt. Und ein Schlag, dann ist man fast tot. Und der zweite, dann ist man tot. Ja. Da prügelt er auf D-Dog ein. Und jetzt kommt noch der Sandsturm. Ja. Und da war ich auch schon tot. Ja. So schnell kann das gehen. Das war's mit Snake, ja. Wie gesagt, zwei Schläge und man ist ja. Fratze. Ja, deswegen habe ich ja auch danach versucht, ihn zu exploiten. Naja, stimmt. Ich erinnere mich. Daran erinnere mich jetzt auch wieder. Denn jetzt versucht der Rock es ein bisschen anders dann anzustellen. Wie wir schon wissen. Also wir beide. Ja. Eh noch nicht. Aber ihr erfahrt es gleich. Denn wir kennen ja die Folge leider schon. Ja. Leider. Ja. Nachsynchronisation. Boah, wie ich das hasse. Ja. Von bei so einer guten Folge, ey. Ja. Das ist so der... Fluch eines Let's Plays. Die guten Folgen werden immer nachsynchronisiert. Ja, okay, nicht immer, aber. Ja, oft. Da habe ich schon versucht, irgendwo hoch auf ein erhöhtes Plateau zu kommen. Wo der Bär nicht hochkommt. Ja. aber leider nichts gefunden. Ja. Das haben die natürlich mal wieder super gemacht. Welch ein Zufall, ne? Das nicht passt. Ich habe den Karton in der letzten Folge auch für mich entdeckt. Oder war ja. Das die Folge? Nee, in der letzten. Die letzte Folge habe ich gezockt. Nee, ich meine die letzte, die ich gemacht habe. Ja. War dann die vorletzte oder davor die. Mhm. Denn du hast ja letztens eine Doppelfolge gespielt quasi. Genau. Und in der habe ich ja den Karton auch schön benutzt. Visier, Karton. So, und da hat er doch eine Stelle gefunden zum Hochklettern. Ja, zumindest kommt der Bär da nicht so einfach hin. Ja.
um nicht zu sagen, der kommt halt überhaupt nicht hin. Mhm. So, da frisst er schon ein paar. Mhm. Und der sitzt einfach mit jedem Schuss. Ja, muss ja auch. Sagt er und verfehlte. Ja. Ja gut, aber jetzt macht der Bär sich auch ziemlich einfach gerade, ne? Ja gut, jetzt rennt er wieder weg, aber... Ja, jetzt rennt er weg, weil er mich halt nicht trifft, ne? Ja, ja. Und jetzt kommt auch der Sandsturm. Ja. Den wollte ich auch... Eigentlich wollte ich den abwarten. Weil ich habe ziemlich viele Schüsse jetzt ins Leere geschossen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube schon. Aber ist ja halb so wild. Ja. Hat ja trotzdem gepasst alles. Einmal anklopfen. Einmal klopfen, vielleicht hört der Bär das ja. Aus 60 Meter Entfernung. Da hätte ich eigentlich wissen müssen, dass er sowieso hinter irgendwas steht. Ja. Zum Beispiel der Baum da. Ja. Ja, aber so ist es nun mal leider, ne? Mhm. Man sieht im Sandsturm halt nichts. Ja. Aber da nimmt der Bär dich wieder wahr. Zum Glück. Ja, denn jetzt kommt er auch wieder auf dich zu, langsam. Ja. Man sieht, die Zahl sinkt langsam. Sehr langsam. Und da einmal durch Scope gucken, was voll was bringt beim Sandsturm. Jetzt bist du in den Karton oben auf und bist dann beim Aussteigen runtergefallen und musst dann jetzt doch wieder in den Nahkampf gehen. Ja, Leute, wirklich einfach nur dumm. Aber Hauptsache der Karton oben auf der Klippe. Ne, da verarsche ich ihn ja jetzt. Ja. Ja, aber viel bringt's nicht, weil er schneller ist. Ja, der ist wirklich schnell, ey. Da kann sich ein Gepard noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich glaube nicht. Da wurde D-Dog erwischt. Ja. Ja, da wollte ich ihn abknallen und hab dann keine Munition mehr gehabt. Hast du jetzt D-Dog getroffen? Nein, ich hab den Bär getroffen. Ich dachte schon. Der muss auch schon an die 20 Kugeln drin haben, oder? Ja, um die 20 Kugeln. So, das war die letzte. Ja. Und jetzt dachten wir, oh, jetzt hat er ein Problem, aber... Da schläft er. Das war einfach so ein Glücksfall. Du Lacker einfach. Und raus mit ihm. So, da fliegt er. Das war aber auch ein intense Battle, ey. Mhm. So. Damit haben wir den legendären Braunbären rausgeholt. Ja. Einfach mal random mit einem Raketenwerfer in die Luft ballern. Und das ist übrigens ein Himalaya-Bär. Ja. Was auch immer der in Afghanistan tut. Ja, Afghanistan ist nicht so weit weg von Himalaya. Na gut. So, und dann geht's jetzt weg, zurück zum Hubschrauber. Ja. Zur nächsten Mission. Genau. Glaube ich. Ja. Muss ja theoretisch. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du dazwischen noch irgendwas tust. Ich glaube, ich gehe direkt weiter zur nächsten. Zur nächsten. Mann, so. Habe ich mich gefreut. Und so, ich habe es in der Folge sogar schon vorhergesagt. Ja, haben wir beide. Ja, da war es erstmal belegen, ja, komme ich jetzt mal runter wieder. Ja. Aber man kommt auch von oben wieder da runter bei dir. Ich glaube sogar, ich hätte es überlebt, wenn ich da runtergesprungen wäre. Das weiß ich nicht, aber lieber auf immer sicher, ne? Ja. Better safe than sorry. Ja. So, da haben wir einen Kontrollpunkt. Mhm. Und da haben wir wieder ein paar Gegner, die sogar ein bisschen was können teilweise. Oder nicht mit A, B, B. Ich glaube, der konnte nichts, ne? Nee, ja. Den habe ich auch direkt umgeknallt, glaube ich. Ja, aber noch ein dritter. Mit einem Perk sogar. Ja. Also die Leute werden tatsächlich besser. Ja. Wenn man sich überlegt, was wir da am Anfang hatten. Graut mal, wenn man anfangen. Ja. Support Helicopter has arrived. So. Wieder mein Meisterschuss. Das ist mir aufgefallen. Ich habe gar keine Munition mehr. Ja. Also musste ich das alles im Nahkampf erledigen. Ja. Mano a mano. Anstatt einfach mal hier noch einen Abwurf, weil wir haben über 300.000 Knete. Ja, mein Gott. Das sind doch nur so ein paar Goons. Da habe ich noch wieder versucht, die anzulocken, aber die sind ja alle schwerhörig. Ja.
Ich habe sogar versucht, die damit anzulocken. Ja. Aber nicht mal das hat funktioniert. Tja. Ja, angeblich soll das ja auch Aufmerksamkeit ziehen irgendwie, aber... Ja, aber bei denen irgendwie nicht. Vielleicht warst du einfach nicht nah genug dafür dran. Ja, das kann auch sein. Ja, ich bin wahrscheinlich nicht nah genug dafür dran. Gehe ich mal von aus. Wenn du es jetzt machen würdest, dann würde er vielleicht schon bemerken, dass da irgendwas ist. Ja, aber jetzt bin ich sowieso in Nahkampfreichweite. Ja. Wenn er mich jetzt bemerken würde, könnte ich dem entgegenrennen. Ja, genau. So, und... Gute Bam. Nacht. Gegen die Sandsäcke geschmissen. Ja. Und die haben mich tatsächlich nicht gesehen. Erstaunlich eigentlich, ja, ne? Echt erstaunlich. Blind sind sie auch noch. Ja. So, die Dog beschäftigt die beiden. Und da wird auf die Dog geschossen. Penner, lass die Dog in Ruhe. Echt mal. Und Finger weg von meinem Hund. Wort. Wort. Ja doch, Wort ist richtig. Wort Trooper. Als Emblemteller halten. Mhm. Ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Ja, da achtet man auch eigentlich nicht so drauf in der Aufnahme. Also in der normalen Aufnahme, wenn man jetzt gerade dabei zockt. Mhm. Die Dog Waffe gefunden, yay! Jetzt markiert ja schon Waffen. Ja. Der nächste markiert hier noch, was für eine Waffe das ist. Mhm. So, und die nehmen wir mit. Denn die hatten gar nicht mal so schlechte Werte. Nee. Bis auf der auf dem Turm sind die eigentlich alle echt gut gewesen. Ja, und deswegen nehmen wir die alle mit. Genau. Wieder drei Freiwillige. Also freiwillig, ihr seht wie freiwillig. Ja. Effektiv überredet, würde ich sagen. Ja. Sehr effektiv. Ich weiß genau, was gleich passiert. Ja, ich auch. Ich dachte auch gerade schon dran. So, wir begeben uns mal zum Hubschrauber. Genau. Die Dog hat eine Halbpflanze gefunden. Der noch gute 350 Meter entfernt ist. Ja. Der übrigens auch schon da ist. Er ist ja schon eine ganze Zeit da. Ja. Sieht man ja auch an dem grünen Kreis da drüber. Mhm. Ja, da sieht man ihn schon so ein bisschen. Und da verabschiedet er sich. Der Wichser, ohne Spaß. Wofür wird der eigentlich bezahlt? Nicht fürs Warten. Ja. Anscheinend. Komm zurück! Ich bin auch da. Penner, da hast du zu lange gebraucht. Ja. Und jetzt noch mehr rumdümpeln irgendwo, ne? Ja, das habe ich einfach nur aus Dreistigkeit gemacht. Weil er auch so dreist war, abzuhauen war? Ja, der war richtig dreist. So geht das aber nicht hier. Und warte. Lass das mal, dass er nochmal sagt, ne? Ja. Ob man den auch auf die Palme bringen kann damit? Das probieren wir in der nächsten Folge aus. Das wäre voll witzig. Und wenn wir die ganze Folge nur das machen. Wir rufen und dann nicht einsteigen. Ja. Und dann, wenn er wieder wegfliegt, im Flug dann wieder sagen, dass er wieder kommen muss. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das haben sie richtig scheiße gemacht. Was? Dass der sofort abhebt und zu dieser Luftbasis da kommt. Ja, dass man nicht da schon seine Mission aussuchen kann einfach, ne? Ja, genau. Aber, naja. Das finde ich ein bisschen lästig. Weil man ist doch da. Ja, gibt schlimmere Teile, ne? Aber es ist halt nervig. Es ist eine Kleinigkeit, die man eigentlich hätte besser machen können. Ja. Die jetzt nicht so umständlich ist. So. Ja, sind sie ja mal rein auf fürs Niveau, ne? Ja. Aber. Einfach eine Möglichkeit, zum Beispiel zwei Tasten. Eine Taste neues Landeziel oder eine Taste mit zurück zu den Seychellen. Seychellen? Ja, das ist doch da, wo der Heli, wo du in meinem Heli sitzt. Steht auch gleich noch. Luftkommandozentrale meinst du? Ja, genau. Ach so. Die ist ja in den Seychellen. Ist das so? Echt? Ja, siehst du doch jetzt. Oh. Oder auch nicht. Okay. Ja, da haben wir eine neue Fähigkeit für D-Dog bekommen, nämlich warten. Haben wir die da schon? Nee, ne? Doch. Nein, die haben wir da noch nicht. Du hast da jetzt angesprochen, dass Nee, ich habe kurz vorher gesagt, boah, das wäre voll geil, wenn D-Dog auch warten könnte. Das habe ich nämlich, glaube ich, in dem Außenposten gerade noch gesagt, weil er halt da rumgerannt ist.
Ja gut, das kann sein, weiß ich jetzt absolut nicht. Danach habe ich halt... Aber ich meine, das haben wir jetzt noch nicht gekriegt, oder? Doch, das haben wir jetzt schon. Haben wir es gerade gekriegt? Was? Ja. Ja, okay. Habe ich in dem Moment auch gepasst. So, da geht's auch direkt zur nächsten Mission, Gefangenenrettung. Mhm. So, diesmal mit Fahrzeug wieder. Ja, muss auch sein mit D-Doc. Weil durch die Pampa dazu marschieren, ist halt auch nicht so das Wahre. Ja. Da ist die Horse natürlich wesentlich praktischer für. Ja. Da gehe ich dann wieder auf Scharfschützengewehr, denn wir müssen ja keine großen Ziele ausschalten. Genau. Und inzwischen kann man es ja verkraften, nicht mal mit dir aus rumzulaufen, weil wir ja inzwischen auch Fahrzeuge haben. Ja. Ne? Das ist ganz praktisch. So ist es ja nicht. Ich meine, die Horse ist zwar wesentlich leiser wahrscheinlich. Ja, klar. Aber die Doc hat halt mehr Stil. Ja. Ich finde die Doc wesentlich cooler als die Horse. A.k.a. Seabiscuit. Seabiscuit. Was uns wahrscheinlich nicht davon abhalten wird, den trotzdem nochmal irgendwo mitzunehmen. Nö. Wird wahrscheinlich auch noch vorkommen. Öfters. Eben. Zumal wir den ja auch noch aufwerten können. Ja. Also, ausrüsten. Ja, wer weiß, was da noch alles für Begleiter kommen. Ja. Ich meine, dieses komische Robo-Vieh kommt ja auch noch irgendwann. Ja, genau. So, und jetzt wechselst du erstmal den Charakter. Genau. Denn, das haben wir noch nie gemacht in Metal Gear. Genau. Also wirklich noch nie, das klingt jetzt total ironisch, nee, aber wirklich noch nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass du dir irgendeinen von deinen Kollegen aussuchen kannst da. Ja, das ich haben dachte, wir da kommen nur irgendwie so bedeutende Charaktere, ja, weißt du, sowas wie Ocelot oder so. Ocelot, Quiet, Miller. Ja. Ne? Hätte ich auch gedacht, aber... Ja, Miller jetzt nicht mehr. Ja, gut. Ja, wobei... Im Rollstuhl... For Wheels of Fury. Oh Gott, das ist böse, ey. Schneide ich raus. So, und da geht der gute Commodore Dragon in die Mission. Auf die Mission, genau. Sieht so ungewohnt aus, wenn, ja, wenn da nicht Snake sitzt. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich will auch genau die Szene als Thumbnail nehmen wahrscheinlich. Und raus geht's. Genau. Da kommen jetzt nicht auch noch, so geile Szenen mit Kartons? Das ist eine gute Frage. Ich meine schon, ich habe da auch voll auf den Karton benutzt. Das ist echt eine gute Frage, ich weiß es gerade gar nicht. Habe ich 3 Missionen in der Folge gemacht? Ich bin auch gerade im Überlegen. Boah, krass, ey. Deswegen ist die Folge auch so scheiße lang. Ja, ich glaube auch. Stimmt, du gehst jetzt in die eine Basis? Ja, und danach. Ja, und danach, ne? Ja, genau. Wir wissen Bescheid. Ja, ihr noch nicht. Aber ich denke mal, stimmt, ich denke mal, einige Leute können sich schon denken. 3 Missionen, ey. In einer Folge. Ist klar, dass die eine Stunde ging, ey. Ja. Warte mal, was hast du die ganze Zeit gemacht, Kerl? Da ist ja die Gefangenenrettung. Ja, ja. Und da habe ich eigentlich. Ich meine, ich habe da voll auf den Karton benutzt. Ja, hast du auch. Da habe ich gerade gespoilert. Weil ich dachte, das wäre eine Folge vorher gewesen. Nee, ich habe auch. Das war aber die. Ich habe aber noch woanders auch schon Dingens benutzt. Ja, ja, aber das Witzige meine ich. Achso, ja, das Witzige kommt jetzt gleich. Spoiler alert. Ja, Spoiler alert. Entspannt schon mal die Lachmuskeln. Und jetzt gleich denken sich alle so, boah. Ja, dumm. Total witzig, ey. Haltet die Fresse, ihr Idioten. D-Abo. Daumen runter. Ja. D-Abo für Zwerchfellvergiftung, ey. So nach dem Motto ungefähr. Ja. Na jetzt erstmal dümpelst du nach Rom. Ja. Find noch ein paar Blümchen. Die Doc schon wieder am Knurren. Knurren. Noch mehr Blumen. Blumengroup. Blumengroup. Da ist uns eingefallen, dass das genau die Basis ist, wo wir den Emmerich rausgeholt haben. Genau. Wo er vorher noch nie eine Mission hat und jetzt auf einmal wieder, weißt du? Ja. Ja gut, wäre auch sinnlos, wenn man eine Mission hätte, wo dann später eine Hauptmission kommt, ne? Ja. So. Das ist natürlich wieder ein super Kerl mit Helm, den ich wahrscheinlich wieder nicht treffe. Ja. Ich will unbedingt dieses scheiß Scharfschützengewehr mit Betäubungsmunition haben. Ja, das müssen wir uns auch noch zulegen. Das ist einfach Gold wert. Mhm.
Vor allem, wenn es wirklich ein Scharfschützengewehr ist, mit einem Visier, was wirklich zoomen kann. Ja. Dann wird der ganze Kram hier viel einfacher. Ja, viel einfacher? Das wird fast unmöglich, nicht rauszuholen eigentlich. Ja. Ja gut, das wird sich vielleicht auch nicht, aber die doch mit betäuben. Ja. Das wird auch richtig geil. Ich bin keine verdächtige Person. Ich bin nur Gras. Ich habe ja gehofft, dass er runterkommt und dann, während er die Treppe runtergeht, ohnmächtig wird. Mm. Das wäre einfach Premium. Das wäre witzig gewesen. Das wäre ja, echt. Da kamen schon die Nächsten dann, ja. Weil der natürlich wieder Alarm schlagen musste. Mm. Da habe ich erst gedacht, wann schläft er eigentlich mal ein? Ja, so richtig wieder noch nicht. Nee. Warum hat er schon zwei Kugeln gefressen? Ja, und das Pfeile sind das wahrscheinlich, ne? Ja, aber ist ja auch schon ein bisschen Zeit vorher, ne? So, ins Gesicht. No Scope. Und der hat einen Helm auf. Ja, ins Gesicht halt, ne? Da bringt ja auch ein Helm nicht viel, wenn ins Gesicht. So, und da kommt der Nächste. Ja. Der auch vom Turm ist das jetzt, ne? Genau, der ist das vom Turm. Der kippt aber, glaube ich, jetzt gleich so um. Also, der war kein Treffer, glaube ich, oder? Nee, der war daneben getroffen. Daneben getroffen. Daneben getroffen. Kein Treffer ist auch ein Treffer. Da kommt noch ein Dritter. Der hat mir das Scheiß drauf. Ich muss nachladen. Und dann wird der war das. Und da dachten wir uns, wir nehmen alle mit. Ja. Die sind alle so gut, das ist unglaublich, ey. Wir haben schon bald keinen Platz mehr auf Mother Base. Ja, dafür bauen wir ja aus, ne? Ja, irgendwann haben wir auch Maximum erreicht. Ich denke mal, wir können auch bald mal ein paar von den Schlechten entlassen. Geht das? Ich meine schon, ja. Das wäre nicht schlecht, weil inzwischen kommen ja ständig Gute, fast in jeder Mission. Fast nur B kriegen wir. In jeder Mission irgendwas raus. Ja. Also es würde schon Sinn machen, wenn man das könnte. Ja. Aber sonst dürftest du ja am Anfang quasi gar nichts rausholen, damit du am Ende nur gut hast. Genau. Oder du musst dir dann alle auf Selbstmordmission schicken. Was? Die Judäische Volksfront. Ja. Was ist denn los in der Folge, ey? Ja, das ist die Nasenkondensation. Wir müssen uns irgendwie bei Laune halten, ne? Ja, das ist wirklich, also. Vor allem so eine lange Folge dann. Ich glaube sogar für uns ist das noch langweiliger als für die Zuschauer. Glaube ich auch. Weil wir kennen es ja schon, die Zuschauer in der Regel nicht, wenn sie die Folge zum ersten Mal sehen. Ja. Ich meine, wir sehen sie jetzt auch zum ersten Mal, aber wir haben es halt selbst gezockt. Ja. Oder zumindest ich war dabei, als Deathrock es gezockt hat. In der nächsten Folge bin ich ja erst wieder dran. Aber das Ding ist einfach, es ist einfach grottenlangweilig, sowas zu kommentieren. Mhm. Da wollte ich schießen und habe gemerkt, dass ich keine Munition mehr drin habe. Immer wieder wie ein junger Gott getroffen hier. Es wäre wahrscheinlich noch was anderes für mich, das zu kommentieren, wenn ich nicht gezockt hätte. Ja, das wäre was anderes. Das wäre was völlig anderes, aber wenn ich das halt selbst kenne und der ist scheiße. Ja. Helm. Kopf. Helm ist auch zweites Leben hier in Metal Gear Solid. Ja, echt so. Von aus der Distanz durchdringt eine Kugel auch eigentlich einen Helm, oder nicht? Ja, natürlich. Weil die Distanz, das war ja keine Distanz. Das waren ein paar Meter. Also es waren sich. Also Helm ist gleich Kopfschuss, Unbesiegbarkeit vor allem. Mhm. Ist halt einfach so. Ja. Und da geht die Karton-Action los. Ja. Da kommen Leute. Ich bin nur ein Karton. Also Deathstroke ist nur ein Karton. Keiner fällt drauf rein. Alle fallen drauf rein, meine ich. Kopfschuss, Karton. Die drehen sich um. Wo kommt der Karton her? Bullet Time sinnvoll ausgenutzt. Ja. Helm weg, Kopf weg. Und tot, Karton.
Und raus da. Ja, weiter geht's. Und genau das ist die lustige Stelle, die man meinen und so lustig fand, ist eigentlich gar nicht. Ja, da kommen noch andere Stellen. Ja. Ich finde ja auch gleich, glaube ich, noch ein neues Gadget vom Karton raus. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ich habe gerade eine Geste zu Cloud gemacht. Ja, ich weiß ja Bescheid. Die sagt alles. Die sagt alles. Mega witzig einfach, ey. Der Karton in dem Spiel ist auch das behinderteste Item einfach. Das ist aber gleichzeitig auch das beste. Ja. Das behinderteste, aber beste Item. Ja. Ist einfach nur zu gut. So, und da haben wir schon den Gefangenen. Ja. Beziehungsweise die Gefangene. Stimmt, das war eine Olle, ne? Mhm. Das ist eine Olle. Ja. Da hab ich letztens gar nicht so drauf geachtet. Und natürlich Kassette mitnehmen. Love will tear us apart. Den Song, den ich immer noch nicht kenne. Der Titel sagt mir was. Ich glaube, ich kenne den Song sogar. Wenn ich den höre, kenne ich den bestimmt auch, aber... Naja. Vom Namen her klingelt's nicht. Also ein Treffer war es, glaube ich. Nee. Der war ein Treffer. Ja, gut. Wieder ins Zelt reinbringen. Das wäre sie gewesen. Na, ich weiß, was gleich passiert. Ich weiß es wieder. Ich leg's ja wirklich wieder ins Zelt. Beziehungsweise dahinter. Und du bist drauf rum. Gute Nacht! Damn! Davon schützt auch kein Helm. Der ist erstmal betäubt. Und der kann nichts. Nee. Der hat einen C gehabt, aber nee. C reicht uns nicht mehr inzwischen. C reicht uns nicht mehr. Kopf. Hörst du nur Ding! Tot. Ja. Da war der Helm. Ja. Der ging ins Gesicht. Ja. Zum Glück, weil der hatte auch wieder einen Helm. Ja. Hol ich sie dann direkt raus. Mhm. Und dann geht's auch schon weiter mit der Mission. Ja. Und wieder wurde die... Darf ich jetzt auch mal wieder? Und wieder wurde die Nebenoperationliste geupdatet. Wir haben neue Nebenmissionen erhalten. Mhm. Aber wahrscheinlich wieder eine neue Gefangenenrettung. Denke ich mal. Kriegt ja immer eine neue davon. Ja, denke ich auch mal. So, und da will ich Deathstroke dann jetzt immer aus dem Staub machen. Nee, noch nicht. Ich wollte noch ein bisschen Unruhe stiften. Ach ja, stimmt. Ich muss mich auch ein bisschen austoben. Ja, machst du auch. Ein bisschen zu viel. Der Penner, ey. Alter. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind vier, ey. Also nach dem Otto. So nach dem Otto. Was für ein Otto? Keine Ahnung. Bam, 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 mein Container. So, das Fahrzeug steht natürlich ziemlich praktisch. Ja. Die Dock rennt im Kreis. Dann hast du, glaube ich, gefragt, was da in dem Hangar noch drin ist. Ja, stimmt. Und da war halt nichts drin. Nur Schrott. Ja. Und da war irgendwo gegen. Ja. Drin anscheinend. Aber der kümmert mich ja nicht. Der kümmert nicht wirklich, nee. So, Deathstroke will sich erstmal den Container holen gehen. Nee, erst hole ich mir den da. Ach ja. Mein alter Freund. Ich fahr der mich überlebt immer noch, das einfach. Ich frage mich immer noch, warum hat man in der Karre eine Bullet Time? Keine Ahnung. Da backe ich mich irgendwie aus dem Auto raus, wie auch immer. Ja. Da ist über das Dach klettern. Oder rennen einfach nur. Ey, wenn man das kann, warum nicht, ne? Ja. Ich will ja sowieso nur zu dem Container. Ja. Bei dem bist du ja jetzt auch gleich. Ja. Warum nicht alles für Ressourcen tun, ne? Ja. Das ist wirklich unglaublich, diese Geilheit einfach nur.
diese Ressourcengeilheit. Ja. Aber lohnt sich auch bei den Containern wenigstens. Ja, die sind wirklich. 400 Nebenmetall? Ja. Haben wir da jetzt raus, glaube ich, rausgeholt, ne? Oder war es von den letzten. Da wollte ich einen Skillshot landen. Ja. Nicht ganz gereicht. So wirklich Skill war aber nicht. Nee, leider nicht. Aber der. Der war aber gut. Der war aber gut. Das war ein Hut. Genau. Das ist die Frage aller Fragen. In allen Lebenslagen. Aber man will nicht verzagen. Oder so. Außer an Freitagen. Außer an Freitagen, da will man verzagen. Und am Samstag und Sonntag. Theoretisch könnte man es auch am Montag und Dienstag und Mittwoch fragen. Was? So, den hab ich am Leben gelassen, weil der einfach. Weil ich einfach ein guter Mensch bin. Ja. Und so dankt er es mir, er schießt einfach weiter auf mich. Ja. Genau, er schießt weiter auf dich. Immer noch. Und immer noch. Und da schießt er dir ins Bein. Nee, da war noch ein Scharfschütze. Ah ja, okay. Und du wolltest den Fangkäfig raus, weißt du? Eigentlich wollte ich den Dingens rausholen. Den Karton. Der hätte es gebracht. Ja. Das bestimmt dieselbe Wirkung wie ein Helm, ne? Ja. Wer weiß. Ein Ganzkörperhelm. Ja, und damit darf er. Nee. Doch, ich darf die ganze Mission nochmal machen. Ja. Und deswegen ging die Folge wahrscheinlich so lange. Ja. Theoretisch hätten wir da schon die Folge beenden können. So langsam. Aber wir haben irgendwie die Zeit vergessen. Das war ein geiler Schuss. Das waren über 100 Meter. Ja, das ist die Wumpe. Weißt du nicht, was gut ist? Naja, der Soldat übrigens nicht so wie der letzte, den wir da rausgeholt haben. Der hatte A und B. Echt? Ja. Okay. So, und wirklich direkt auf den Karton. Lauf aber ein bisschen schneller. Du rennst. Ja. Der soll laufen. Sieht ihr überhaupt was? Sieht ihr überhaupt was? Keine Ahnung. Theoretisch ja nicht. Nee. Karton. Sie haben nicht das Geringste gesehen. Hier ist kein. Hier passiert auch. Hauptsache das Diamond Stock ist im Play auf den Karton drauf. Ja. Das auf den Karton drauf ist total unauffällig. Ja. Wie kommt ein Diamond Dogs Karton da hin? Der Schuss war umsonst. Wo er schläft. Ja. Ist ja die Hauptsache. Einfach als Karton durch die Basis rennt, ne? Ja, das ist der Sinn von dem Karton, ne? Eigentlich ja nicht so ganz. In diesem Spiel vielleicht, aber. Ja, aber. Da haben wir geguckt, ob wir die Mission noch machen müssen. Und da haben wir den tatsächlich schon rausgeholt. Ja, das wurde uns schon gespeichert anscheinend. Ich dachte, wir müssen erst aus dem Operationsgebiet irgendwie raus. Mhm. Oder dachten wir beide erst. Aber so kann Deathstroke halt direkt wieder rausrennen. Genau. Passt ja. Mhm. Und sich dann zur nächsten Mission begeben. Genau. Was ja auch eine Nebenmission ist. Mhm. Jetzt weiß ich, was du gleich noch tust. Ja. Ich habe nämlich jetzt ein neues Gadget entdeckt. Ne, das meine ich noch niemals. Also, aber das kommt jetzt gleich. Ja. Ja, man kann mit dem Karton rutschen. Das ist voll geil. Das ist so dumm. Das ist voll geil. Hui! Tock daneben. Dabei wollte ich eigentlich nur raus aus dem Karton. Das Witzige ist, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich das Auto mitgenommen habe. Das stand nämlich die ganze Zeit da hinten. Naja. Das sieht man ja noch. Ja, und jetzt kommt gleich mal wieder meine Lieblingsbeschäftigung in ganz Metal Gear Solid. Die Karriere? Ja, die nächste Mission. Ach so. An unserem Lieblingsort fast. Ja, noch dazu. Ja. Aber so ist es normal, ne? Ja. Noch ein Grund, warum die Folge so lang ist. Ja. Erschreckend eigentlich, ne? Ja. Da hattest du irgendwie gesagt von wegen, da kannst du doch eben runterfahren. Ja, ich hab doch den Heli gerufen. Du hast gesagt, kannst du da nicht eben hinfahren? Dann hab ich doch gesagt. War das nicht andersrum? Nee.
Ich wusste ja, wo das ist. Ich glaube, ich habe eher aus Ironie oder aus Spaß gesagt, da kannst du doch eben hinfahren. Ja, oder so. Weil 4 Kilometer, fast 5. Fast 5, ja. Das ist dann doch ein bisschen... Das wäre ja schon eine ganze Folge Metal Gear Solid. Ja. So eine Standardlänge von 40 Minuten, also jetzt nicht diese Folge. Diese Folge ist dafür kein Beispiel. Ja. So, da mache ich schon mal die Landezone frei. Statt den einfach mit Furchen rausholst. Nein, er zerdeppert es komplett. Und schmeißt D-Dog auch noch die Klippe runter. Oh, bist du ein Arsch. Und da ist er wieder. Ja. Wunderhund. Ein eigenes Allradfahrzeug zerstört. Ein eigenes Allradfahrzeug. Ja. So, und damit geht es weiter zur nächsten Mission. Und ja. Somit haben wir noch 25 Minuten Folge. Und Leute, ihr wisst alle, was eine Mission heißt, die holt den Motherbase-Soldaten raus heißt. Dasselbe wie immer. Der Witz ist, ich muss dich erst darauf hinweisen, in dieser Folge noch. Ich hab's mir auch schon gedacht, ich habe nur gehofft, dass es mal normaler ist. Aber und dann habe ich dich darauf angesprochen und du dann hör auf. Ja, genau. Hör auf und ja, den Rest könnt ihr euch denken. Oder gleich selbst feststellen. Genau. Und schon wieder ein Update für die Nebenprogression. Gefangenenrettung 4. Ja, ja, um Motherbase Soldat. Ja. Ohne Spaß, warum heißt die Motherbase Soldaten? Weil die alle mal auf Motherbase waren. Die Soldaten. Solche Leute möchte ich nicht einstellen. Warum machen wir es dann? Ich weiß auch nicht. Aus Gutmütigkeit. Das ist wahrscheinlich eine sadistische Veranlagung von mir. Ich bringe mich gerne selber auf die Palme mit solchen Leuten. Achso. Und das sieht immer noch so ungewohnt aus, auch beim zweiten Mal. Und die Dog. Ta-da. Da-da-da-da. Die Dog. Und jetzt mache ich mal nicht. Jetzt singe ich das mal nicht mehr, sonst wird der Sound von dem Video gesperrt. Ja. So, ihr seht, wir sind irgendwo in der Pampas. Wie überall in Afghanistan. Ja. Zumindest wird es in diesem Spiel so dargestellt. Und jetzt sehen wir gleich, wo wir hinkommen. Ja. Und Begeisterung macht sich breit bei uns. Oder hat sich in dem Moment breit gemacht, jetzt müssen wir es natürlich nicht mehr zocken. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn wir es jetzt noch mal ansehen. Es ist trotzdem einfach der schlimmste Ort auf der ganzen Map. Ja. Mit einer der schlimmsten auf jeden Fall. Und da sieht man schon. Ich weiß immer noch nicht, was die mit Enemy Prisons meinen. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Vielleicht sollten wir das einfach mal nachher googeln. Damit wir in der nächsten Folge Bescheid wissen. Ja. Weil das haben wir ja fast in jeder Folge eigentlich. Ja. Aber mit Enemy Prisons zeigt die mir irgendwie immer nur Feindbewegung an. Naja, eben, aber. Prison? Macht nicht so ganz Sinn. Ich liege gerade Prisons. Im Grunde genommen ja. Überall. Überall. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Und einen haben wir noch. Einen habe ich noch. Und putz, da ist er. Alle 6 verteilt an einer Stelle. Ja. Mehr oder weniger. Aber immerhin im Depot entlang, ne? Ja. Wisst ihr, da haben wir nämlich Warten noch nicht. Doch, da ist Warten. Ah, jo. Ja, okay. Aber das macht er ja nicht. Vielleicht läuft er automatisch immer, wenn du zu weit weg bist. Das ist doch beknackt. Dafür sag ich ihm doch nicht, dass er warten soll. Ja, stimmt schon. Кто-то из выживших рассказывал, что у него на голове рог, что он сражается с одержимым демоном. Und da ist er wieder. Absolut unauffällig. Oder wenn er Feinde findet. Ja, das kann natürlich auch sein. Und da bildet er noch rum. Mhm. Aber die hören ja nichts. Ist alles gut. Die sind ja alle schwerhörig. Ja. So, ins Gesicht. Kurva. Oh, Kurva. Kurve, Mensch.
So, der mit dem Helm war ganz gut, der andere war nicht so brauchbar. Also wisst ihr, was passiert. Nicht das Übliche, muss man sagen. Genau. Ein bisschen auf. Und, ach, den verhörst du jetzt erstmal. Ja, genau. Roger, klar, das. Talk. Talk. Das müssen wir häufiger machen, dann finden wir vielleicht auch mehr Spezialisten. Mhm. So, das ist nicht das Übliche. Ah, okay. Aber du machst, du machst jetzt noch was. Du beseitigst ihn noch anderweitig. Das ist sowieso immer so ein Manko an solchen Spielen. Wenn du die Leiche verschwinden lässt, interessiert die Bots einen Scheiß, warum da Waffen überall rumliegen. Ja, stimmt. Das ist noch niemandem aufgefallen, glaube ich. Da habe ich aber auch noch nie drüber nachgedacht, muss ich sagen. Ich denke da immer drüber nach, weil jedes Mal lassen die Waffen fallen. Naja, logisch. Das macht ja auch Sinn. Ja, ja. Aber dass sich die anderen so nicht bedenken. Mhm. Ah, die waren alle nicht brauchbar. Nee. Nicht so wirklich. Ah, okay, der hatte ein B, aber naja. Ja, komm. Ich wollte da jetzt nicht unbedingt in die Meute reinrennen. Naja. Wenn man sich sparen kann für ein B. Ja. Ist ja. Kann man verkraften, das nicht zu haben. Das ist einfach so dumm. Da oben haben wir auch noch einen, der auch nichts kann. Den knallt er, glaube ich, ab. Ja, machst du auch. Tschüss. Da habe ich ja noch gedacht, dass sie das sofort hören, alle. Ja. Weil die Schalldämpfer sind ja eher schlecht als recht. Ja, aber die bringen schon was, glaube ich. Ich glaube. Ja, aber so viel bringen die auch nicht, scheinbar. Keine Ahnung. Also bei der Pistole, aber die ist ja sowieso leise, weil die keine Kugeln abfeuert. Vielleicht auch, weil die den Schalldämpfer hat. Du siehst ja auch unten rechts, da ist ja diese Leiste da. Ja. Das ist der das Leben vom Schalldämpfer. Ach echt? Wenn das leer ist, geht der kaputt. Wusste ich gar nicht. Mhm. Woher weißt du das denn? Das wurde mal in irgendeinem Tipp erwähnt. Ach so. Dass Schalldämpfer bei Benutzung halt auch verbraucht werden. Naja, gut zu wissen. So, man muss einmal dazu sagen, wir suchen gerade einen Motherbase-Soldaten. Das ist keine Gefangenenrettung. Ja. Erinnert ihr euch an den letzten Motherbase-Soldaten? Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine eher die Tatsache, dass ich hier gerade in der Basis rumrenne. Ja, yeah, damit darauf wollte ich ja hinaus. Der letzte Motherbase-Soldat war auch nicht in irgendeiner Basis. Genau. Ich stehe nämlich irgendwie immer irgendwo in der Botanik rum. Da eher im Sand. Ja. Und ich denke mir so, na gut, dann holst du ihn jetzt raus. Dich hat ja diesmal keiner erwischt. Hoffe ich zumindest. Trotz dessen nicht. Ja. Und dann denken wir, die sind ja normalerweise immer da, die Leute, die rausholen sollen. Der muss jetzt da drinnen sein. Wo ist er? Da ist er nicht. Hier um die Ecke vielleicht? Bis dahin sehe ich nichts. Versuche ich irgendwie so die Kamera reinzudrehen. Komisch. Hä? Hinter der Theke? Keiner da? Keiner. Nee. Keiner da. Clear. Nö, die Binde zugesoffen hat er sich auch nicht. Tja, dann halt nicht. Dann. Ja. Moment mal. War das eine Gefangenenrettung? Ja, genau. Da viele Groschen. Jetzt gucke ich nämlich auch, glaube ich, gleich auf die Karte. Ja, ich meine auch. Wo ist man noch hier? Looten. Ja, genau. Wenn wir nachgucken, ist er echt nicht. Nein, da ist er noch. Nur wegen den ganzen Kurs. Wegen der Kommunikation von denen. Dass der Typ draußen gehört hat, natürlich. Ja. Ist klar. Durch die Wand hindurch vor allem. Und? Er wusste, dass deren Ausrüstung beschädigt wurde. Ja. Also wenn der kein gutes Gehör hat, dann weiß ich auch nicht. Das sind so Sachen, die fallen in der Folge selbst dann gar nicht auf, wenn man die normal aufnimmt, ne? Ne. Erst beim nochmal gucken oder nachkommentieren. Mhm. Was für das eigentlich ausschließt. Ja. Wenn wir nachkommentieren, dann gucken wir sich das zwangsläufig nochmal an. Genau. Also das eine schließt das andere aus, aber das andere nicht. Genau. Das andere das eine nicht. Genau. Oder irgendwie so. Tot. Bäm. So. Da packe ich wieder die Snipe-Skills aus hier. Ja. Snipes. Da unten ist die doch gewesen. Da kommen sie rein und... Oh, da ist ja gar niemand. Tja.
Und ich denke mir so, hier ist ja auch gar niemand. Wo ist denn der Typ? Wo kann der sein? Genau so. Genau so ist es abgelaufen. Ja. Ah, ich gedacht, er kommt um die Ecke. Dann ist er aber stehen geblieben. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann leiste ich jemand Gesellschaft. Hallo, mein Freund. Und gute Nacht. Bam. Ja, lief doch gut. Der kann auch nichts, also. Den hätte ich eigentlich am Leben lassen können. Machst du sogar noch. Frag dich für wie lange. Bullet Time nach der Bullet Time hier. Ja. Erstmal 5 an die Schulter schießen. Ja, wenn die Schulter so viel aushält, ne, und der Kopf nicht. Da kann ich ja nichts für. So, du hast noch nicht auf die Karte geguckt. Nee, hab ich auch nicht. Weil du erstmal von der Basis weg wolltest wahrscheinlich. Ja. Einfach rennen können. Jetzt guck die Karte. Und wir merken, Moment mal, das ist gar nicht das Missionsgebiet. Ja, wir sind voll daneben, weißt du? Ja. Aber diese blöde Basis, die bringt mir auch jedes Mal wieder aus der Fassung. So, da laufe ich dann jetzt erstmal ein paar Meilen, um dann zu merken. Kontrollpunkt. Personal, aber das meine ich gar nicht. Neue Bedrohung entdeckt, Karteninfo aktualisiert. Erstmal bestaune ich gleich die schönen Steine da oben. Ah ja, stimmt. Mit Goldader. Sick, sick. Abgefahrener Scheiß. Erstmal ein bisschen mit abkrabbeln, ey. Und die Dog fehlt ein Wildtier, was wir dann erst nicht gefunden haben. Und dann dachte ich deshalb, Moment mal, im Himmel vielleicht? Ja, wahrscheinlich wieder ein Geier irgendwo. Ich weiß noch, was danach passiert. Jetzt habe ich erstmal gemerkt, dass ich wieder voll in die falsche Richtung gelaufen bin. Ja. Also wieder zurück. Und genau. In die richtige Richtung. Wir haben es auch, du hast es auch in der Folge gehabt, ne? Ja. Ja, und dann haben wir halt nach unserem guten Motherbase-Soldaten Ausschau gehalten. Ja. Und ich habe so fest gehofft, dass es diesmal kein Spinner ist. Da habe ich erst gedacht, es ist ein Bär oder so. Und du auch. Ja, stimmt. So, noch sieht man ihn nirgendwo. Also gehen wir mal auf die Höhe. Genau. So, und da geht's mit der Nebenoperation erstmal richtig los. Ja. Denn da sind wir im Missionsgebiet jetzt. Mhm. Und dürfen erstmal Ausschau halten nach unserem Motherbase-Soldaten. Ja. Den wir da irgendwo rausholen sollen. Ja. So, wir gehen tiefer in das Gebiet rein, richtig, gehen auf den Berg zu, mehr oder weniger. Mhm. Und, finden ihn dann auch gleich. Finden ihn auch gleich, genau. Und da ist er. Da ist er schon. Und es ist natürlich wieder ein Spastiker. Ein Skull. Ja. Das ist der Target. Ich erinnere ihn. Er war auf Base während der Attack, 9 Jahre ago. Bring ihn home, Boss. Und ich wollte so sehr nicht. Und da hat man dann gemerkt, fuck, irgendwas ist dann nicht richtig mit dem. Es ist wieder ein Spastiker. Wieder ein Skull. Ja. Ah. Aber nach ein bisschen hin und her. Ja, ich bin ja wenigstens nicht wieder im Nahkampf gegen ihn rangegangen. Aber das ging auch bei dem gar nicht. Nee, der war wie quiet. Der ist bei 50 Metern Abstand, ist er abgehauen. Spätestens. Jetzt heute wieder. Vor allem macht er auch keine. Oh, wieder wegwackelt da, ne? Oh Gott im Himmel, ey. Da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Ich finde das gar nicht schlimm, ohne Scheiß. Wenn er so. Wie so eine Marionette da abhaut? Ich finde das voll ekelhaft. Also, ich bin ja eigentlich hart im Nehmen. Aber sowas kann ich nicht haben. Warum sagt der immer Barker? Der redet japanisch und beleidigt mich. Guck mal, der läuft. Oh. Ist das ekelhaft, ey. Ach komm, du übertreibst. Ne, ich übertreibe nicht. Du übertreibst. Ich übertreibe wirklich nicht. Du übertreibst. Guck mal, der läuft. Ja.
Und vor allem, ich treffe ihn jedes Mal. Ja. Und der macht keine Anstalten, sich mal hinzulegen. So richtig nicht, ne? Jetzt ist er wieder den Berg hoch. Und da habe ich mir so gedacht, na gut, versuchen wir es mal im Nahkampf. Glaube ich. Nein. Ich meine nicht. Doch, ich habe einmal versucht, ihn in den Nahkampf zu erwischen. Ich meine nicht. Aber es geht ja halt einfach nicht, ne? Er rennt ja, ja sofort weg. Eben. Also, er humpelt weg. Er schlawenzelt weg. Das kennen auch teilweise Leute, die nicht aus dem Pott kommen, gar nicht. Die nicht aus dem Pott kommen? Ich komme aus dem Pott und kenn's nicht. Du kennst Schlawenzeln nicht? Nein. Was ist mit dir kaputt? Keine Ahnung. Das ist Pottslang. Wie Schmackes. Oder Plästern. Ja. So. Das war ein voller Kopftreffer. Das ist natürlich so. Ich merke schon, du bist von den Skulls überaus begeistert. Mhm. Absolut. Ja, ich merk's. Ich freue mich auch schon, wenn die aktiver in die Story eingreifen werden. Oh ja. Die Mission hast du nur noch. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja bis jetzt sowieso alle Skull-Missionen gemacht. Die einzige Skull-Mission, die du machst, das war Quiet rausholen. Ja. Und die ist ja wohl verkraftbar gegen die anderen Spastiker. Ja, was war denn jetzt gegen den einzuwenden? Die Abwehr gelaufen ist? Es als hätte er keinen. Ja, als hätte er zwei eingeschlafene Arme und versucht so wegzuwackeln. Also ich glaube, Quiet war schwerer als das. Ja, schwerer. Ich rede von der psychischen Störung, die ich erlitten habe. Aber jetzt kommt noch eine richtig geile Stelle. Echt? Ja, ich habe nämlich das Bild hier gefunden. Ach ja. Und da packe ich wieder die God-Skills aus. Was? Jekyll hat die Dienstauszeichnung erhalten? Stimmt gerade. Cool. Jekyll? Ja. Keine Ahnung. Und wo ist Mr. Hyde? Ach ja, jetzt kommt ja erstmal noch. Der Airstrike. Der Airstrike, genau. Aber währenddessen, während er kommt, denke ich mir so, da ist ein Vogel. Den hole ich. Ich habe zwar zwei Schüsse gebraucht, aber mein Gott. Ja, aber du hast ihn ausgeholt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und weil ich es unbedingt wollte, kommt noch ein Artilleriebeschuss. Ja. Und man sieht wieder die Leute fliegen. Und ich habe herausgefunden, dass man die Türme kaputt machen kann. Ja, stimmt. Das ist bei der Basis echt eine Genugtuung gewesen. Jetzt stecken wir noch den Raben ein, wie Vincent Raven. Ja. Der zum Boden kackt und Uri Geller beißt. Ja. Ja, gut, so ein paar Jokes aus der Folge haben wir noch im Kopf gehabt. Das ja, so zwei, drei. Ja. Aber ich bin auch froh, dass die Folge gleich vorbei ist, muss ich sagen. Ja, nachsynchronisieren ist wirklich das Schlimmste. Mhm. Vor allem, das war jetzt wirklich eine Stunde, ne? Ja. Also. Fast, aber ich glaube. Es ist fast noch anstrengender, einfach nur zu reden, als beim Zocken zu reden. Ja, ich echt so. Ich finde das sogar noch anstrengender. Ja. Weil es ist so ein bisschen ermüdend. Ja, ist es auch. So. Zum Glück ist er nicht auch wieder weggeflogen. Hab mich alleine gelassen. Wie Mama und Papa damals. Böse, böse. Ja. Ich bin damals auch mal nach Hause gekommen mit der Nachricht, Essen ist im Kühlschrank. Jetzt übertreibst du aber langsam. Ja, Spaß muss sein. Spaß. So, steige auf, ab geht's. Klar, das ist Spaß. Für andere Leute ist es Spaß, für mich ist es der harte Alltag. Die haben mich auch immer an die Heizung gekettet. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Damit ich nicht weglaufe. Nachdem wir uns verabschiedet haben, heult der wieder. Ey, erst nach der Folge. Ja, okay. Reiß dich zusammen, Desse! Oh, Informationsplattform ist fertig. Ja, immerhin das. Und Disse, jetzt ist er verfügbar. Bellen ist jetzt verfügbar. Ach, Bellen war das, genau. Gelbe Mittelmeer-Skorpion. Ui, toll. Ja. Was immer wir mit einem lebenden Skorpion sollen. Gift herstellen. Rennmaus. Nochmal drei Stück davon. Ja. Und noch eine Bechsteinfledermaus. Und da sind unsere Freiwilligen. Ja. Die wir uns erstmal angucken. A, B, 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 C, D, D. Iron Veil. Den Namen finde ich immer noch geil. Das Wahlpendant zu Iron Man, haben wir gesagt. Ja. Taktische Ausschaltungen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Kontrollpunkt. Fortsetzen. Weiter geht's. Tu es. Danke.
So, und jetzt wollten wir nochmal nach Mother Base, weil wir wissen wollten, ob wir dann wieder Snake sind. Ach ja, stimmt. Erstmal noch die ganzen Belohnungen einheimsen. Unter anderem, dass jemand im Einsatz gestorben ist. Ja. Aber davor haben wir 180.000 gekriegt. Ja. Damit haben wir jetzt 630.000 in dem Moment. Er ist ehrenvoll gestorben. Und wir denken uns, Waffen. Erstmal haben wir geguckt, was das jetzt für ein komisches Ding war. Wir konnten ja so ein Online-Ding machen. Ach ja, stimmt. Das haben wir aber irgendwie nicht gefunden. Immer noch nicht. Nee. Okay, wir haben auch seitdem nicht mehr aufgenommen, ne? Ja, gut. Aber ich glaube, ich habe es gerade gesehen. Echt? Ja. Ja, ich... Die gelben. Die mit gelben Namen. Die mit gelben Namen? Ja. Also das ist grün, das ist klar. Ja, nicht, dass du jetzt wieder denkst, oh, du bist farbenblind, das ist grün und kein gelb. Nee. Ich meine nämlich gerade, ich habe gerade was in gelb gesehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Und da waren wir nämlich auch nicht, da haben wir nicht hingeguckt. Weil das einfach uninteressant ist. Also, ihr seht, wir können einiges aufrüsten, aber... Ja. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Ich meine ja. Ja. Weil, hallo? Schalldämpfer, Scharfschützengewehr? Ja, wir machen es. Wie geht's denn noch geiler? Und das kriegen wir in der nächsten Folge. Ja. Ich kann ja nicht zocken. Aber ich? Ich will Killer-Bee haben. Ich will einen Panzer haben. Aber ich glaube, mehr machen wir auch noch jetzt nicht mehr, oder? Ne, wir gucken nur noch ein bisschen rum da. Gucken, was man noch aufwerten könnte. Ja, wir haben sowieso nicht mehr so viel Kohle. Naja, 300.000, fast 4. Ja, wir bauen ja, glaube ich, die... Die Raketennamen, die will ich unbedingt haben. Ja, der Raketennamen ist einfach hammergeil. Snake spezielle Fernsteuerungsprothese, die mit einer Miniaturkamera ausgestattete Hand kann ausgeklinkt werden und danach selbstständig laufen, um Feinde in größere Entfernung außer Gefecht zu setzen. Wie geil ist das bitte? Wie das eiskalte Händchen aus der... War das Adams Family? Ich glaube ja. Ja. Was denn auf den Fingern läuft? Ja. Ich stelle mir das so geil vor. Bei Raketenarm, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach so rumfliegt. Aber es steht selbstständig laufen. Stand laufen? Ich glaube schon. Weil da stand noch irgendwas von Beschleunigen und Bremsen von mir Steuerung. Keine Ahnung, wir werden es sehen, wenn wir es haben. Jetzt fliegen wir erstmal wieder zurück zur Mother Base. Weil wir wissen wollen, ob wir auf der Mother Base dann auch noch Komodo Dragon sind oder Snake. Genau. Ich finde Komodo Dragon ist übrigens ein richtig geiler Name. Ja, ne? Toiletten. Da habe ich irgendwas voll Beknacktes gelesen. Aus Steel Horse heraus oder so. Irgendwas war da. Aus dem Pferd irgendwas. Auf den Pferdtoiletten. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und das sieht immer noch ungewohnt aus, auch beim dritten Mal. So, da sind wir erstmal wieder in der Luftkommandozentrale und landen gleich in der Mother Base. Genau. Und haben da eigentlich schon festgestellt, wir sind nicht Snake. Nein, wir sind immer noch Komodo Dragon. Ja, der möglicherweise auch noch in der nächsten Folge sind, bis wir in der nächsten Mission wieder Snake auswählen, was ich genau auf jeden Fall tun werde. Weil es ist Metal Gear Solid. Darum, in dem Spiel geht es um Snake. Ja. Ne? Man muss mal ein bisschen Transition bieten. Das Spiel heißt nicht Metal Gear Komodo. Metal Gear Komodo 5, The Phantom Pain. Phantom Dragon. Dragon Pain. Ne, Phantom Dragon ist besser. Dragon Pain. Und da salutieren sogar die Leute vor Komodo Dragon. Tja. So, und ich würde sagen, wir können uns jetzt auch verabschieden langsam. Ach nee, Quatsch. Nein, ich wollte noch gucken, ob man... du ziehst die Folge voll in die Länge, Alter. Weil ich habe in dem Beta-Material habe ich gesehen, dass man nämlich noch auf der Mother Base in die Gebäude reingehen kann und dass man hier auf dem Plateau hier oben, ich glaube, mit Ocelot auch sprechen kann. Ja, vielleicht können wir das mit Snake. Das müssen wir mal ausprobieren. Entweder das oder das Ding muss erst weiter aufgewertet werden. Wollte ich gerade sagen, entweder das oder das. Also entweder das eine oder das andere. Entweder Fisch oder Fleisch. Oder beides. Auch wenn Fisch für mich auch irgendwie Fleisch ist. Ja, für mich auch. Ich verstehe auch nicht, was Leute dagegen, warum Leute Fisch nicht als Fleisch sehen. Ja. Ist doch auch ein Tier. Ja. Und da könnte man theoretisch rein, aber... Bebeb. Und da liegt was. Was war das nochmal? Im Kindheit erhalten. Emblemteil. Fulton Rettungsgerät. Soldat. Wegen sowas. Tipp, Embleme. Ja. So, aber hier verabschieden wir uns dann wirklich so langsam mal. Schnell, 20 Sekunden. Und ich würde auch sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Metal Gear Solid 5.
The Phantom Pain. Mit mir dem Deathrock. Und mit mir dem Cloud. Und bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und wieder schon. Und reingehauen. Und tschüss.